فالبطن الصحبة والخير في الجمعية. This is what Shah Naqshband, you know, was saying 12,000 times. He repeated, and every time it is given barakah for his follower. Unser Weg ist das Zusammensein. Und das Gute ist mit der Gemeinschaft. Das Gute kommt über die Gemeinschaft. Und diesen Spruch hat Shah Naqshband, unser Großsheikh, 12.000 Mal in seinem Leben gesagt. Und jedes Mal, wenn er es gesagt hat, ist ein neuer Segen heruntergekommen. Jedes Mal, wenn er es sagt, kommt ein neuer Segen. Acayip sesler çıkarıyor. Şimdi aile bir aile. Kim uğraşıyor onu? Meşayih yani great men they are fighting with şeytan. Die Aulias, die Sheikhs sind große Menschen, die bekämpfen den Teufel. Shaitan never stop fighting good people. Shaitan, der Teufel, hört niemals damit auf, die guten Menschen zu bekämpfen. He's fighting truth, he's fighting belief, he's fighting every good thing. Er kämpft gegen die Wahrheit, er kämpft gegen den Glauben und gegen alles Gute, gegen alle guten Dinge. Shah Naqshband Hazratai, he was more than 100,000 of murid. Shah Naqshband hatte mehrere hunderttausend Muride. Each murid, they was giving him, dressing him, maqam wilaya. Und jeden einzelnen von seinen Muriden hat er den Makam von Wilayat, von Heiligsein, angezogen, gegeben, übertragen. And this good way, way of Allah, was all the time winning over this Shaitan and his follower. Und der gute Weg, der Weg Allahs, hat immer, war immer siegreich über alles, was Shaitan versucht hat. For not easy. That time, for people was better than this time even. From belief and they are believing in God and believing in Prophet, but Shaitan still strong and to make them to go out of the. Es war niemals leicht, auch wenn die Leute früher viel stärker im Glauben waren. Shaitans Angriffe waren immer stark, immer sehr stark und er hat immer mit aller Macht versucht, die Menschen vom Weg abzubringen. Not giving him any chance to do anything. Every time bring more people, more murid for Tariqah to help Islam, to help a human being. Aber Shah Naqshband hat ihm nie eine Chance gegeben und immer mehr und mehr Menschen zur Tariqah gebracht, auf den guten Weg gebracht, um den Islam weiter leben zu geben. And it is coming like this until India also. Auf diese Art und Weise ist es nach Indien auch gekommen, unser Orden. And after, when India, there was many group, there was before Islam, and then Shaitan still fighting, made them to go out of Islam, making new religion, new
God, your prophet, they're doing everything. And Sayyidina Ahmad Farooq is in heaven, Mujaddid al-Fisani, he come and he was fighting them. And also, alhamdulillah, he was successful in this fighting to bring people again to the right way. Bevor Islam nach Indien kam, gab es dort ganz viele verschiedene Religionen. Und Shaitan hat mit vielen Mitteln versucht, die Menschen auf falsche Wege zu führen, ihnen Kürzen vorgegaukelt. Und als Sheikh Ahmad Sirhindi, bevor Sheikh Ahmad Sirhindi nach Indien gekommen ist, war er siegreich und hat den Islam dort verbreitet. Und sein Sohn, Muhammad Saifuddin, after Muhammad Masum, his grandson, also. Nach ihm kam Saifuddin und dessen Enkel, Muhammad Masum, auch. They was teaching them every knowledge. They was teaching them knowledge, but normal knowledge also, but they, to know it was very clever. 1 or 2 years they was become finish all this knowledge. Sie haben in 1-2 Jahren all dieses Wissen unterrichtet. Wir haben sehr schnell gelernt von ihnen. We must say to them, we must be hurry. We have a lot of work to do for Ummah. Sie sagten ihnen, ihr müsst euch beeilen, wir haben viel zu tun für die Ummah, viel Arbeit zu machen. And when time of Muhammad Masum, he was like a big university. Und als die Zeit von Muhammad Masum kam, der war ein Wissender wie eine große Universität. Die Großsheikhs hatten auch sehr großes schriftliches Wissen. Sie waren sehr große Schriftgelehrte auch. He has in whole life he bring not the people who bring for Hidayah, only his student murid, what he was teaching them, there was 900,000 student murid. Er hatte, wenn man nicht die Leute mitzählt, die alle durch ihn den Weg gefunden haben, den Führer gefunden haben, alleine seine Schüler, seine direkten Schüler, Studenten waren mehr als 900,000. 140,000, they was Awliya Allah. Und 140,000 von ihnen waren Awliyas, Heilige. Was India like continent, big, very big, and it's very old place where the Shaitan, he was doing what he liked. They doing every people like God. India is a riesengroßer Ort wie ein Kontinent und Shaitan hat seit Urzeiten dort sein Bestes gegeben, sein Schlechtestes gegeben, den Menschen alle möglichen schlimmen Sachen beizubringen. For this, we mustn't surprise how many people there is. People, it is too much for this continent. It is not enough even. He tried his best and he made this good for India and for all these people there. Es gibt so viele Menschen dort, dass diese Anzahl von seinen Schülern nicht sehr groß ist, wenn man es vergleicht mit der Menge von Menschen, die dort leben. Und er hat sein Bestes gegeben, den Menschen Wissen beizubringen. Because there is no karama for who are non-Muslim, no reckoning. Es gibt keine Wunder von Menschen, die nicht Muslime sind. But from Shaitan, helping from Shaitan. Diese außergewöhnlichen Dinge, die sie fähig sind zu tun, kommen von Shaitan. Es sind keine Wunder.
So people sometimes seeing something who are from non-believer, and they said, well, how would this happen? Die Menschen sehen manchmal Dinge, außergewöhnliche Dinge von Ungläubigen, von Menschen, die keine Muslime sind, und wundern sich, wie kann das sein? Wie kann so etwas, wie können sie so etwas bewerkstelligen? These people that say no miracle for who are not believer. Wenn es doch heißt, Allah azza wa jalla and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How would happen this? Wenn es doch heißt, dass es kein, dass keine Wunder geschehen können, außer von Leuten, die den Propheten folgen. Wie kann es dann sein, dass die Leute sowas machen können? Only helping of Shaitan doing this. Nur mit Hilfe von Shaitan können sie diese Dinge machen. And Jinn who are not believers. Und Ungläubige, Jinn, helfen ihnen dabei. Because when Istanbul was conquered, this priest, there was, they said, come to Sultan, they said, how we fight these people, they tell this, but these people, they are holy people, they are flying. Als Istanbul erobert wurde, bei der Belagerung haben sich die Soldaten den Sultan gefragt, wie sollen wir diese Stadt erobern? Wir haben heilige Leute dort, die können sogar fliegen. The Sultan told his Sheikh Akshem said, quickly this Mubarak, he turned his shoes out, up, and they were falling all down. Und Sultan Fatih hat seinen Sheikh Akshem Sedin gefragt und gebeten, und Akshem Sedin hat seine Pantoffeln umgedreht und alle Mönche sind runtergefallen. Alle Leute, die rumgeflogen sind, die ganze Zeit rumzufliegen, alle auf den Boden gefallen. So, what you see, if anything don't make your belief weak. Wenn ihr solche außergewöhnlichen Sachen seht, lasst euren Glauben dadurch nicht schwach werden. Even to make a miracle, it is not the aim for our tariqa. Lasst euch nicht beeindrucken. Und selbst für unsere tariqa ist es nicht das Ziel, Wunderkräfte zu erlangen, Wunder zu bewirken. Only we can make dua and hope Allah accept our dua in dunya. Wir können nur beten und Allah und ihn bitten und hoffen, dass er unsere Gebete erhört in dieser Welt. If Allah said, pray for me, ask from me, I will give you. And es ist eine Order von Allah, er sagt, fragt mich, bittet mich und ich werde euch geben. How many times people they are asking, but not all of them, what they want they get. So oft fragen Menschen, bitten die um etwas und es wird ihnen aber nicht alles gewährt, worum sie bitten. Allah said, if they make dua, I will give them, but maybe here, maybe there, maybe in Akhira, in Paradise. Allah hält immer sein Versprechen. Wenn er versprochen hat, dass er geben wird, wenn man ihn bittet, dann gibt er. Was er nicht hier gibt, gibt er in Akhira. Even people, when in Akhira they saw what they got from this dua, they wish there were nothing except in dunya all left for Akhira. Wenn die Menschen im Akhira im nächsten Leben sehen werden, was sie alles bekommen für ihre Gebete, dann sagen sie, hätten wir da nichts in dieser Welt bekommen und alles hier im nächsten Leben. So, don't make yourself sadness not for us. Seid nicht traurig und betrübt
es steht uns nicht, traurig zu sein. الَّذِينَ آمَنُوا لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ هو believers, there are no fear for them and no sadness for them. Für gläubige Menschen gibt es keine Angst, keine Furcht und keine Trauer. The most important thing to be believe in Allah, it is the most favor from Allah to us. Die größte Gnade von Allah für uns ist, dass er uns den Glauben gegeben hat, dass er uns an den Glauben lässt. What we want to most ask for Allah, make our belief strong belief. Das Beste, was wir ihn bitten können, ist, dass er unseren Glauben stärker macht, immer stärker. Because believers before, they sometimes they cut them by so sometimes cut them, kill them, sometimes burn them, but they are not coming back from their belief. So viele Menschen früher wurden mit einer Säge zersägt oder mit Feuer verbrannt und haben trotzdem ihren Glauben nicht losgelassen, waren stark in ihrem Glauben. It is a strong belief, everything easy when they have a strong belief. Somebody. Wenn jemand einen starken Glauben hat, dann ist alles leicht für ihn, fällt ihm alles leicht. Many Awliya Allah, the example for us, many Sahaba, old before old prophet, from our prophet, all they was example, good example for us. Es gibt so viele Beispiele für uns, alle Heiligen, die Propheten, die Heiligen von früheren Zeiten, an alle gute Vorbilder, gute Beispiele für uns. Our this Mashayikh, Alhamdulillah, they make, because not easy to keep. I was in India for 2 or 3 months. Not easy. On in front of this all like ocean people there to Islam to grow like this, and they have this belief from thousands of years they are following Shaitan. They are not following Prophet, not following anything, only what they are doing, they are following Shaitan and his army. But people from whole world, they are showing as it is good idea what they are doing there. Schwenkani war vor ein paar Monaten in Indien. Er sagt, es ist nicht leicht und war nie leicht für diese Aulias, für diese Heiligen, für diese Unmengen von Menschenmassen alleine zu stehen, standhaft zu sein. Sie folgen schon seit vielen tausend Jahren diesen falschen Wegen, diesen Wegen, die Shaitan ihnen vorgibt und vorgegaukelt hat. Und es ist sehr schwer, dagegen anzustehen, dagegen anzukämpfen. For this we are saying there was heroes. Sie waren Helden. Diese Aulias, Bullshakes waren Helden. They are fighting the biggest Shaitan, not fearing at all. Sie haben den
größten Teufel, die größten Teufeleien bekämpft und keine Angst davor gehabt. Why? Because they have believed. Weil sie starken Glauben hatten. And they craft this belief on this people. Und sie haben diesen Glauben den anderen Menschen übertragen. And they make from this who are non-believer, they make them awliya Allah. Sie haben aus Ungläubigen Heilige gemacht. This big thing what they are doing, not easy. Das ist eine große Sache, die sie dort geschafft haben. Das ist nicht leicht gewesen. If you go in the wrong way, everybody help you. And easy to make that bad thing. What bad thing? It is what Allah prevent people to do it. Wenn man auf einem falschen Weg ist, dann bekommt man so viel Unterstützung von allen Seiten. Shaitan hilft einem, um es leicht zu machen, die falschen Wege zu beschreiten. Because when you say bad thing, people they thought they are thought something like killing people, stealing people. This is what they thought. These people, normal people, all world, that think something like this. What Allah not accept and again say of Allah, they are see it as normal thing. Die Menschen sehen diese Dinge, die Allah nicht möchte, die er verboten hat, wie Menschen umzubringen, Menschen Schaden zuzufügen. Sehen die Menschen als normal an. Allah order pure, clean things. What is dirty, not accept. Allah befiehlt nur die reinen Dinge, reine Sachen. Alles Schmutzige ist nicht akzeptabel in seiner Gegenwart. But people, what Allah saying don't do, they said, no, we must do, this is our right, we cannot leave it. Aber was immer Allah sagt, tut es nicht. Menschen sagen, nein, wir müssen es tun, das ist unser Recht, wir haben das Recht dazu, diese Dinge zu tun. This is now time of also like that time of when Sayyidina Ahmad Farooqi was coming and cleaning all this bad thing. Also now time, inshallah, also it will be some Allah will send somebody to clean it. Jetzt ist auch so eine Zeit wie damals, der Zeit von Sayyidina Ahmad Farooqi, als er so viel gereinigt hat. Es ist jetzt eine ähnliche Zeit und wir hoffen, dass bald jemand kommt, der auch wieder alles bereinigt und alles sauber macht wie damals. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was telling us this time. Diese Zeit, die ein Prophet vorhergesagt hat, ist jetzt. Wir leben in der Zeit, wo diese ganzen Vorhersagen eintreffen. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was saying, after him, what will be happen? Each one coming one by one, and now the time, inshallah, for Mahdi alayhi salam, Isa alayhi salam. Alle die Dinge, die Rasulullah schon vorher gesagt hat, die nach ihm kommen werden, sind fast alle eingetroffen. Und jetzt ist die Zeit, wo inshallah bald Sayyidina Mahdi alayhi salam auftreten wird. Because Mahdi alayhi salam, when we come with Isa alayhi salam, Christian also must believe. Because this
is the Prophet Isa alayhi salam, he's front of them. Even that time, they will not accept him, many of them. Wenn Mehdi alayhi salam kommen wird, wird kommen mit Zehner Isa, wird zu seiner Zeit kommen, Jesus. Und die Christen müssten eigentlich alle an ihn glauben, aber selbst dann, wenn vor ihnen steht, werden die meisten ihn trotzdem nicht annehmen, nicht an ihn glauben. He is cheater, but people also, they like, their ego like what Shaitan ordering them. Shaitan ist ein Betrüger, aber die Menschen lieben es, die mögen es gerne, alles was ihnen befiehlt. Die lieben diese Dinge zu tun. Even they saw him, they say, will say no, or no. Selbst wenn sie den Isa sehen werden, werden sie sagen, nein, er ist es nicht. We will not discuss too much what why they saying this and how it is. They are clever people. Wir werden nicht sehr darauf eingehen und darüber diskutieren, warum diese Dinge so sind, weil sie sind kluge Menschen. But they are not accepting because their ego, it is too big. Aber sie akzeptieren ihn nicht. Sie werden ihn nicht akzeptieren, weil ihre Egos zu groß sind. Because they are, imagine how God, Allah Azza wa Jalla, he have child, it is by thinking or in mind who has very little mind even not accept this. Selbst jemand, der ein kleines bisschen Verstand hat, wird es nie akzeptieren können, dass Gott ein Kind haben soll, einen Sohn haben soll. Because now in this time, technology time, they have you can feel by your hand what it is wrong. In technology they have big telescope and showing this universe. Even not our planet, whole solar system or Milky Way, it is like one less than one just spot. But yeah, and how this whole Milky Way, but it is not our planet only, and you saw this mightness. How can be this? Jetzt ist die Technologie so weit fortgeschritten, dass wir unendlich weit ins All sehen können mit den Teleskopen, dass nicht nur unsere Erde, sondern unser Sonnensystem, unsere Galaxie selbst, die ganze Milchstraße, wird zu einem winzig kleinen Staubkörnchen in der Unendlichkeit. Und alles das können wir sehen. Und wie soll dann der Verstand noch solch einen Unsinn akzeptieren können? Because they are not accepting what Islam is saying, and they are not looking at this, it is not, could be in mind and to be something like this. More than 90% of this Europe people, they are atheists. Weil sie niemals akzeptieren, was der Islam sagt und nicht darauf schauen, das immer ablehnen und leugnen, sind jetzt 90% der Menschen Atheisten geworden. Weil der Verstand diese andere Sache nicht akzeptieren kann. Because they are proud and they are Shaitan make them more proud to don't follow
Islam, that we are better than them. So they are giving everything and running away from belief. Wenn sie stolz sind und Shaitan sind immer noch bekräftigt in ihrem Stolz, lehnen sie den Islam ab und er sagt ihnen, ihr seid besser als die Muslime, deswegen lassen sie niemals dazu herab, dem Islam zu folgen und ihn genauer zu betrachten und werden alle zu Ungläubigen, verlassen den Glauben. Why but what, without spirituality, no happiness. These people, they are running after happiness, looking for happiness, they're everywhere. Und ohne Spiritualität gibt es kein Glück, keine Freude. Diese Menschen laufen alle herum und suchen nach Glück. Überall suchen sie nach Glück und Freude und finden es nicht. And especially they are going for India, because they have many. Und sehr, sehr viele suchen das Glück in Indien. Bazaar for religion. Weil es dort einen großen Markt für Religionen gibt. Religions are Religionen. Non-religion also for spirituality without religion. Und viele Menschen wollen Spiritualität dort finden, ohne Religion. And just they are going, coming, looking, at the end, nothing. Und sie fahren immer wieder hin und schauen und finden aber nichts. Only Husran. Nur Frust finden sie. Enttäuschung. Letzten Endes sind sie immer enttäuscht. Finden nicht, was sie suchen. And Shaitan showing the right way very ugly. Und Shaitan ist immer dabei, den richtigen Weg als sehr hässlich darzustellen. Who is ugly, who doing ugly thing, not in Islam. Wer hässliche Dinge macht, hat nichts mit Islam zu tun. Ist nicht vom Islam. Or not knowing Islam. Oder er hat keine Ahnung, er weiß nichts vom Islam. For Tariqa teaching to good behavior. Die Tariqa, die Orden, unterrichten den Menschen in gutem Benehmen, gutem Verhalten. Good behavior, the most important thing in Islam. Der wichtigste Punkt, die wichtigste Sache im Islam ist gutes Benehmen. Professor Allah Salam, in der Matur, we have to tell them makarim al-akhlaq. This meaning I was sent to complete good behavior for a human being. Habe ich versteht, Sanchez hat gesagt, ich bin geschickt worden, gesandt worden, um das Benehmen, das Verhalten der Menschen zu vervollkommnen. This is what Islam ordering, what Shaitan showing, Islam violence, Islam doing every bad thing, and other who are doing that thing, they show them as very clean people. Shaitan stellt es so dar, dass Islam alles Schlechte macht, die Muslime machen alle schlechten Dinge, und alles andere, was getan wird an schlimmen Sachen von den Nicht-Muslimen, das stellt er als gut dar, dass sie das Richtige tun. Islam ordered to be helpful for people, for neighbor, for your community, even they are not in your religion or your nation or your not color. For Islam, everybody, you must be good for them, to be helpful for them. Islam, die Regel des Islam ist, dass man mit allen Menschen gut sein muss, dass man allen Menschen sein Bestes geben soll, ihnen helfen soll. Egal, ob sie von der gleichen Religion oder von einer anderen Religion sind, von der gleichen Hautfarbe oder einer anderen. Man soll alle Menschen
gut behandeln, kann sie da gehen. If you help people, Allah also help you here. Wenn du Menschen hilfst, dann hilft auch Allah dir. You must help because you cannot take everything with you to Akhirah. Du musst Menschen helfen, weil du kannst nicht alles mit dir nehmen ins nächste Leben. Of course you help and you live for yourself also, okay? Du hilfst anderen Menschen, natürlich behältst du auch für dich selbst, was du brauchst. Allah has also said, وَلَا تُبَزَّى تَبْزِيرًا Don't be to give and to after you go and begging. No, also for yourself also, you can think for yourself. Allah sagt, man soll nicht so verschwenderisch sein, dass man alles gibt und dann selbst dazu gezwungen ist zu betteln. Man sollte sich selbst nehmen, was man braucht und alles andere kann man geben. Once there was all time one of a rich man, behaved bad and he was very when you see his face, people were not like his face because all time like making people not happy with them, shouting for them. Es gab einen Mann, der war sehr reich, und er hatte sehr schlechtes Benehmen, sehr schlechtes Verhalten, und die Menschen hatten Angst vor ihm, sie mochten ihn nicht, weil er sie sehr schlecht behandelt hat, sich sehr schlecht benommen hat ihnen gegenüber. Once one brother came to him and asked him something. Einmal kam ein Bettler zu ihm und hat ihn um etwas gebeten. And he was shouting on this man. Und er hat diesen Mann angebrüllt. And this man said, why you shouting if you don't give, but why you are doing this? You are rich man, I'm very poor, I'm in need. So if you give it, okay, for that, why you shouting? Dieser Bettler sagte, warum schreist du mich an? Warum machst du das? Wenn du mir nichts geben willst, dann gib mir nichts. Aber wieso benimmst du dich sowieso? Behandelst du mich so schlecht? And this man calling his slave before the time he was dead. Tell this man, throw him out. Dieser reiche Mann rief seinen Sklaven, damals hatten Menschen die reichen Leute Sklaven, er rief seinen Sklaven und befahl ihm, diesen Bettler hinauszuwerfen. So this man was very sad and making dua, oh Allah, don't make me to heal these people again. Dieser arme Mann, dieser Bettler, war sehr traurig und enttäuscht und hat ein Gebet gemacht, hat Allah gebeten und sagt, bitte, mein Herr, lass mich nicht von solchen Menschen abhängig sein. Mach mich unabhängig von Menschen wie diesem. Allah has everything in his hand. So he's this man, rich man, everything coming against him. Und alles ist in Allahs Hand. So ist es geschehen, dass plötzlich alles sich gegen diesen reichen Mann gewendet hat. Alles kam gegen ihn. To be rich, it is very easy. Es ist sehr leicht, reich zu sein. If Allah wants. Wenn Allah es möchte. Because everything, it is prepared. If coming like this, you cannot touch it. But maybe coming like this, Allah, if you want it, you can touch it. But if not,
as much you can do by your cleverness, by your hard working. If Allah not want, it will be not happen. Es ist alles in Allahs Hand. Es ist sehr leicht reich zu sein, wenn Allah es möchte. Wenn er es in deine Richtung kommen lässt, dann geht es ganz von selbst. Wenn man mit seiner ganzen Arbeit, mit seiner ganzen Klugheit versucht, reich zu werden, wenn er es nicht möchte, dann ist es nicht zu erreichen, es ist nicht möglich. Wenn er es möchte, geht es ganz von selbst, kommt es ganz von selbst zu einem. So in short time, we finish everything. He was broken. So ist in kurzer Zeit dieser reiche Mann sehr arm geworden. Alles hat er verloren und war plötzlich bankrott. Another one, Allah opened for him. This man who was begging. Und für diesen armen Bettler hat Allah plötzlich aufgemacht und es ist ganz viel zu ihm gekommen. And he was very rich. Er wurde sehr reich. And he was helping people also. Und er hat sehr vielen Menschen geholfen. And this slave who was working with other men, they was sold, and without knowing, this man he buy him. Und der Sklave, der ihn damals hinauswerfen musste, wurde auch verkauft, weil der Mann arm wurde, hat seinen Sklaven verkaufen müssen. Und dieser Bettler, der reich wurde, hat diesen Sklaven gekauft, ohne zu wissen, wer es ist. And one time they was eating, and the one beggar coming knocking door, and this man selling said, go and take this, give him to eat, and give him something also. Eines Tages waren sie dran beim Essen, als jemand an die Tür klopfte, ein Bettler klopfte an die Tür, und dieser neue reiche Mann befahl diesem Sklaven, dem Bettler Essen an die Tür zu bringen, ihm was zu essen zu geben. When he gave him this and looking, he was shocked when he see this man. He was old master, his old master. Und der Sklave war sehr überrascht und schockiert, als er die Tür aufmachte und sah, dass der Bettler an der Tür sein früherer Meister war, sein früherer Herr. And he was shocked and he was coming crying for new master. He said, what happened? Und er kam zu seinem neuen Herrn und weinend und hat ihn gefragt, was ist passiert? He said, my old master, he was now begging beggar. And I was very sad what happened for him. Er erzählte ihm, was passiert ist, und er sagte, mein alter Herr ist jetzt Bettler geworden, und er war sehr traurig darüber. And this is what Allah doing everything in his hand, everything not from us, from Allah, we will follow this people who are thinking for Akhirah. Even in Dunya also Allah give them. Was immer passiert, das ist alles in Allahs Hand. Und wir folgen den Leuten, die uns den Weg zeigen ins Akhirah. Und wenn Allah möchte, dann gibt er ihnen auch in dieser Welt alles. This is a chance what we have, we must weekly use it, not leave it for, we can do it later. Allah hat uns diese Gelegenheit gegeben, wir müssen diese Chance nutzen, wir müssen das sofort ergreifen, nicht für später, nicht auf später verschieben. If you give, Allah give you more, inshallah. Wenn immer ihr gebt, Allah gibt euch mehr. This is also from strong belief. Das ist auch ein Teil des starken Glaubens. But what we said, also to give for your family, your house,
also Baraka. Allah reward you more than other even. Auch was man für seine eigene Familie tut und gibt, für seinen Haushalt, Allah belohnt und für alles, was wir geben. Don't let any who ask him, even Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, if he come on horse, what meaning all time horses, rich man meaning. If he ask something, don't let him go without taking anything, even small thing. Der heilige Prophet, wir haben immer gesagt, wer immer zu dir kommt und dich um etwas bittet, und selbst wenn er auf einem Pferd zu dir kommt, und in früheren Zeiten war jemand, der ein Pferd besaß, waren reiche Menschen, selbst wenn jemand auf einem Pferd zu dir kommt und dich um etwas bittet, lass ihn nicht mit leeren Händen gehen. Gib ihm etwas, gib ihm irgendwas. Allah make us to do good thing and to help us, to give us. Allah uns immer gute Dinge tun lassen und uns helfen und uns fähig machen zu geben. Allah give us what generous and give us richness also. Er will uns Großzügigkeit geben und Reichtum. Do not be in need to anybody, inshallah. So dass wir niemand anders außer ihm brauchen. Because if you are rich, not bad thing. Es ist nicht schlecht, reich zu sein. Es ist keine schlechte Sache, reich zu sein. Because Hazrat Osman was rich and he was giving. And he was thanking Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah praising him. Sayyidina Osman war sehr großzügig und hat viel gegeben und Heilige Prophet hat ihn gepriesen, hat ihn gelobt dafür. Inshallah, Allah make us to spend for good things. Wir Allah uns immer für gute Dinge spenden lassen. Allah keep us away from everybody. Und uns von allen Schlechten fernhalten. Wa minallahi tawfiq al-Fatiha.